Hallo Leute, ich habe heute wieder mal ein Video zum Thema Minimalismus für euch. Und zwar geht es heute jetzt nicht um die Kategorien, die wir bis jetzt schon mal angesprochen haben, also sowas wie das Bad, den Kleiderschrank, Schuhe und so weiter und so fort, sondern ich möchte heute mal mit euch übers digitale Ausmisten sprechen, also über Minimalismus am Smartphone, wie ich mich da so organisiere, wie ich ausmiste, welche Apps ich habe und so weiter. Ich habe mir da einfach in den letzten Jahren so ein kleines System erarbeitet, das für mich ganz gut funktioniert. Und bevor ich euch erkläre, was das ist, was ich da so regelmäßig mache, wollte ich euch noch kurz Bescheid geben, dass es bei mir auf dem Instagram-Account gerade so eine kleine Challenge gibt rund um die ganze Corona-Zeit. Für den Fall, dass ihr gerade auch zu Hause sitzt und euch vielleicht so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, dann könnte das was sein für euch. Also ich habe da jeden Tag in der Story einfach eine kleine Aufgabe für euch, die ich auch mache, die wir dann zusammen machen können. Da geht es unter anderem um kreative Themen, aber auch ganz viel ums Aussortieren, um Minimalismus, darum, neue Sachen auszuprobieren, ums Frühjahrsputz machen, solche Geschichten. Also wenn euch das näher interessiert, dann schaut einfach mal in der Infobox vorbei. Da ist mein Instagram-Account verlinkt und ihr findet die tagesaktuelle Challenge eben immer in der Story und die Sachen aus den letzten Tagen könnt ihr auch nochmal sehen im Highlight, das heißt Challenge. So, kommen wir zurück zum Smartphone. Ich blende euch da mal an der Seite ein, wie bei mir quasi die Übersicht meiner Apps aussieht und ihr seht schon, bei mir ist das nur eine Seite. Ich habe das da relativ kompakt zusammengefasst und ich habe für mich persönlich gemerkt, dass es für mich ganz gut funktioniert, wenn ich mit meinem Smartphone so arbeite, wie ich das vielleicht auch mit einem Laptop tun würde. Das heißt, es gibt oben erstmal zwei Reihen mit verschiedenen Ordnern. Die haben jeweils Themen. Das heißt, Arbeit, Social Media, Fotos, Reisen, Gesundheit und so weiter und so fort. Und alle Apps, die eben in diesen Bereich passen, die habe ich da reinsortiert. Das hilft mir dabei, irgendwie so ein bisschen einen Überblick zu behalten und zu wissen, okay, wenn ich jetzt was aus der und der Kategorie suche, dann finde ich das da. Ist natürlich alles Geschmackssache. Ich habe für mich einfach gemerkt, dass das häufig schneller geht, als wenn ich dann mehrere Seiten durchswipe. Was ich allerdings mache, ist, darunter zwei Reihen zu haben mit Apps, die einzeln sind. Und das sind, würde ich mal sagen, so die Apps, wenn wir jetzt mit dem Laptop sozusagen denken, die ich da wahrscheinlich auf dem Desktop hätte, beziehungsweise auf dem Schreibtisch, falls ihr Mac benutzt. Und das sind einfach die Sachen, auf die ich sehr schnell zugreifen möchte und wo es mich wahrscheinlich nerven würde auf Dauer, wenn die irgendwo in einem Ordner wären und das sozusagen ein Klick bzw. ein Antippen mehr ist. Ihr könnt da einfach mal für euch selber schauen, welche Ordnung für euch irgendwie gut funktioniert. Das ist natürlich auch eine ganz individuelle Sache. Ihr könnt beispielsweise auch nur noch so eine zusätzliche Idee, die Apps einzeln behalten, also ohne Ordner arbeiten, aber gucken, dass die, die thematisch zusammenpassen, auch in der Nähe voneinander sind oder so. Auch eine Sache, die für mich ganz gut funktioniert hat früher, ist, wenn ich zum Beispiel vermeiden wollte, dass ich ständig auf Instagram gehe oder auf Apps, die mich total ablenken, dass ich die nicht auf die erste Seite gepackt habe, sondern so ein bisschen weiter hinten versteckt habe und dann ist es mir eben mehr aufgefallen, wenn ich da drauf gegangen bin, weil ich mir dachte, ah Lisa, du bist schon wieder dabei, hier durch die Seiten zu swipen, um dahin zu kommen. Stopp, mach irgendwas anders. Du wolltest da hier weniger Zeit mit verbringen und ja, das ist auch eine Sache, die ganz gut funktionieren kann. Wenn ich am Smartphone aussortiere, dann sind die Apps immer das Erste, was ich mir anschaue. Und zwar checke ich da erstmal, was davon ich wirklich brauche und nutze. Und der zweite Schritt ist dann zu gucken, ob es irgendwo Doppelungen gibt. Das heißt, ob ich zwei oder mehr Apps habe, die eigentlich dieselbe Funktion haben. Ich habe beispielsweise vor kurzem gemerkt, dass ich auf meinem Handy sowohl Google Maps habe, als auch die BVG-App, also die App von den Berliner Verkehrsbetrieben. Und für mich persönlich erfüllen die beiden dieselbe Funktion. Das heißt, die zeigen mir an, wenn ich irgendwo hin möchte, welche Verkehrsmittel ich nehmen kann. Und letzten Endes ist es aber so, dass ich dafür eigentlich immer nur Google Maps verwende, weil das eben noch die zusätzliche Funktion hat, mir anzuzeigen, welche Fußwege ich habe, wie lange ich dann komplett von Start bis zum Ziel brauche und diesen praktischen kleinen blauen Pfeil, der mir zeigt, in welche Richtung ich laufen muss. Ich kann jetzt also die BVG-App getrost deinstallieren, weil ich die eben eh nicht nutze. Und nachdem ich das gemacht habe, gucke ich dann weiter, bei welchen Apps es so ist, dass ich die mal runtergeladen habe, um sie auszuprobieren, sie jetzt aber nicht mehr so richtig nutze. Also das ist meistens irgendwo so in der Kategorie Bildbearbeitung. Da probiere ich gerne mal neue Sachen aus, aber im Endeffekt bleibe ich dann meistens doch bei demselben Set an Apps, die ich wieder und wieder verwende. Oder es kommt vielleicht mal eine neue mit dazu. Aber die meisten, die ich dann neu installiert habe, die ja, sind auf Dauer nicht so relevant für mich. Und deswegen, ja, deinstalliere ich die dann auch. Wenn ich eine neue App installiere, stelle ich übrigens immer erstmal sicher, dass die Benachrichtigungen ausgeschaltet sind. Einfach weil das so eine Sache ist, die mir wahnsinnig wichtig ist, mein Handy irgendwie möglichst
ruhig zu halten sozusagen, einfach damit mich das möglichst wenig ablenkt und vor allem auch möglichst wenig stresst. Weil das habe ich jetzt im Laufe der letzten Jahre gemerkt, wenn das ständig vibriert und ständig blinkt und so, dann kann ich mich einerseits nicht auf die Sachen konzentrieren, die ich wirklich machen möchte. Ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren und auf der anderen Seite stresst es mich, weil ich ständig das Gefühl habe, okay, ich muss sofort reagieren, ich muss sofort auf Nachrichten antworten und so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht in Wahrheit der Fall, aber ja, in meinem Kopf ist das so und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass die Benachrichtigungen stumm sind. Die einzigen Ausnahmen, die ich da mache und bei denen ich die Benachrichtigungen anlasse, das sind Erinnerungen, die mir mein Kalender schickt, einfach natürlich deswegen, weil das ja der Sinn und Zweck einer Erinnerung ist und ich mir die selber gestellt habe, damit ich mich an eine Sache erinnern kann. Das zweite sind WhatsApp-Nachrichten und SMS. Da finde ich es wichtig, dass ich das mitbekomme und darüber kann man mich eben auch kontaktieren, wenn was irgendwie so ein bisschen akuter ist. Natürlich kann man mich auch anrufen, aber sind wir mal ehrlich, wie viele Leute rufen schon an. Deswegen, ja, ist WhatsApp sozusagen immer aktiv, dass man mich da erreichen kann. Und die dritte Sache sind die Push-Nachrichten von der Tagesschau. Bei mir ist das auch die einzige News-App, die ich am Handy habe. Einfach deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass die mit ihren Push-Nachrichten recht gut umgehen. Also das ist immer so eine Menge, bei der ich das Gefühl habe, ich werde gut informiert. Wenn irgendwas wirklich Wichtiges, Großes, Akutes ist, dann kriege ich das mit. Aber andererseits ist es dann halt so, dass es ja nicht zu viel wird, dass ich mich nicht genervt davon fühle oder überfordert davon fühle. Und wenn es jetzt irgendein Thema ist, worüber ich mich näher informieren möchte, dann nutze ich natürlich mehr Quellen dafür. Aber das mache ich dann ganz bewusst und eben nicht deswegen, weil ich von allen Seiten damit bombardiert werde, sondern ja, ich setze mich dann an den Laptop und recherchiere in verschiedene Bereiche, mache das aber eben zu einem Zeitpunkt, wo mir das gut tut und auch in der Menge, mit der ich gut umgehen kann. Im Gegensatz zu WhatsApp sind übrigens auch die Benachrichtigungen bei meinen E-Mails aus. Einfach, weil ich mich selber kenne und wenn das nicht so ist, dann hänge ich irgendwie ständig dran und beantworte die, obwohl es eigentlich viel effektiver und viel produktiver ist, wenn ich das einfach ein bis zweimal am Tag wirklich am Stück mache. In den meisten Fällen ist es auch so, dass die E-Mails auf jeden Fall so lange liegen bleiben können. Und ja, wenn die Leute doch irgendwas Akuteres brauchen, dann gibt es ja wie gesagt noch WhatsApp oder man kann mich anrufen. Wo wir übrigens schon bei den E-Mails sind, auch da spielt für mich Minimalismus eine sehr, sehr große Rolle. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Geschmackssache oder Kopfsache, aber ich kann es einfach sehr, sehr schlecht ab, wenn ich irgendwo diese kleine Zahl oben links sehe bei einer App. Also wenn da irgendwie 5847 ungelesene Nachrichten stehen, dann löst das in mir ein ganz, ganz tolles Unruhegefühl aus. Deswegen ist es bei mir so, wenn ich jetzt mein E-Mail-Programm öffnen würde, dass da als ungelesene Nachrichten nur die Nachrichten drin wären, die mir eben geschickt wurden, seit dem Zeitpunkt, wo ich das zum letzten Mal geöffnet habe. Weil sobald ich eine E-Mail bekomme oder sobald die neu angezeigt werden, lese ich die einmal und mache dann eine von drei Sachen da. Die erste Option ist, dass ich auf die E-Mail antworte. Die zweite Option ist, dass ich sie lösche, einfach wenn ich sie nicht brauche. Oder wenn das wieder mal so einer dieser wunderschönen Newsletter ist, für die ich mich niemals angemeldet habe, dann gucke ich, ob ich mich irgendwie davon abmelden kann. Beziehungsweise wenn das nicht geht, dann kann man natürlich auch zum Beispiel den Absender blockieren oder gucken, dass das Ganze ab jetzt automatisch in den Spam wandert. Also das stelle ich dann auch direkt ein. Und die dritte Option ist, dass wenn ich eine E-Mail lese und weiß, ich muss darauf antworten, aber keine Ahnung, die ist zum Beispiel sehr ausführlich oder ich brauche irgendwie erst noch Feedback von jemand anderem und kann nicht direkt darauf antworten, dann markiere ich die mit so einem Sternchen. Alle E-Mails, die ich dann mit so einem Sternchen markiert habe, die landen in der Extra-Kategorie und so sehe ich danach eben dann nochmal, okay, das sind die Sachen, die ich noch beantworten wollte. Für diese selbe Funktion auf WhatsApp nutze ich die Archivieren-Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das bedeutet einfach, dass wenn ich da geantwortet habe auf eine Nachricht, dann swipe ich sozusagen nach links, beziehungsweise ziehe die so nach links aus dem Bildschirm raus. Und es ist dann nicht so, dass die Inhalte irgendwie gelöscht werden oder so, sondern das verschwindet sozusagen nur von der Startseite. Und wenn ich jetzt selber jemanden anschreiben möchte und der Chat ist sozusagen nicht mehr geöffnet auf der Startseite, dann kann ich ja über die Suche den Namen eingeben. Und das ist für mich beispielsweise so ein System, das gut funktioniert und das eben nicht dafür sorgt, dass Sachen untergehen. Auf WhatsApp ist das bei mir schnell mal so, dass irgendwie, ja, gerade wenn sich dann so berufliche und private Sachen vermischen, dass das irgendwie so ein bisschen schwierig wird und ja, das ist ein System, das für mich gut funktioniert. Ich glaube, man kann auch irgendwie Nachrichten markieren oder so. Das heißt auch da, wenn ihr da irgendwie ein Problem habt mit Übersicht oder ja, das irgendwas ist, was eurem Kopf vielleicht gut tut, ist das eine Methode, die ihr einfach mal ausprobieren könnt. So ungefähr einmal im Jahr gehe ich dann auch meine Kontakte durch auf dem Handy. Das heißt, ich schaue mir an, welche Leute ich da eigentlich im Telefonbuch gespeichert habe, ob das Leute sind, mit denen ich irgendwie in Zukunft noch was zu tun haben werde, wenn es jetzt so um den beruflichen Bereich geht. War das vielleicht irgendwo eine einmalige Sache, wo man zusammengearbeitet hat oder ja, sind
sind das Leute, deren Nummern ich auch künftig noch brauchen werde. Dann gucke ich auch zum Beispiel, ja, wenn ich weiß von Leuten, mit denen ich beruflich zusammenarbeite, dass die Firma gewechselt haben, dann ist es natürlich so, dass deren Firmenhandy jetzt nicht mehr ihnen gehört, dann lösche ich diese Nummer raus. Oder ich habe auch so einige Leute im Freundeskreis, die gerne mal irgendwie ihr Handy verlieren und von denen ich dann 3 verschiedene Handynummern habe. Da gucke ich dann auch mal, okay, was ist denn eigentlich die aktuelle? Ja, damit ich eben im Zweifelsfall auch Bescheid weiß, wo ich jetzt anrufen soll. Ja, und damit kommen wir zu der Sache, die wirklich am allermeisten Spaß macht. Vor allem dann, wenn man sie sehr, sehr lange nicht gemacht hat. Und zwar geht es um das Thema Fotos und Videos aussortieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die irgendwie 20.000 Dateien oder so auf dem Handy haben oder mehr. Und bei mir war es auch so, bevor ich das erste Mal irgendwie sortiert habe, dass das schon, ja, eine 4-stellige Zahl war das auf jeden Fall. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man sich das anschaut, dass man sich erstmal ganz schön gestresst und überfordert fühlt und sich denkt, okay, das ist so ein Riesenberg an Sachen. Ich will mich damit wirklich auf gar keinen Fall auseinandersetzen. Und ich verstehe auch total, wenn man genug Speicherplatz hat, wenn man sich sagt, okay, da will ich jetzt nicht ran und das muss irgendwie nicht sein. Bei mir war das auch so, dass der Speicherplatz tatsächlich nicht das Argument war, was mich da irgendwie hingedrückt hat, sondern dass mir einfach aufgefallen ist, dass ich sehr, sehr gerne mag, wenn ich meine Sachen aussortiert habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich das, was überbleibt, dann viel bewusster wahrnehme, viel bewusster wertschätze und ja, teilweise auch einfach sinnvoller nutzen kann. Ein gutes Beispiel dafür sind Screenshots, die ich sehr regelmäßig von Rezepten mache. Wenn ich da nicht aussortiere und irgendwie nochmal gucke, was ich denn eigentlich in letzter Zeit so aufgenommen habe, dann wandern die immer weiter nach oben und dieses Rezept wird garantiert niemals von mir ausprobiert. Als ich damals diesen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, okay, auf diesem Handy sind gerade wirklich mehrere tausend Fotos und Videos, dann, ja, hat mich das natürlich auch erstmal erschlagen und ich war sehr, sehr demotiviert, als ich das gesehen habe. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, okay, ich werde das jetzt nicht alles auf einmal angehen, sondern ich nehme mir einfach jeden Tag eine Viertelstunde dafür Zeit. Eine Viertelstunde ist da einfach so ein Maß, was für mich ganz gut funktioniert hat, weil man einerseits in der Zeit das Gefühl hat, dass man wirklich einiges gebacken kriegt, andererseits irgendwie trotzdem nicht wahnsinnig wird, weil es so eine große Menge an Dateien ist. Bei mir ist es auch so, wenn ich wirklich sehr lange intensiv so auf den Bildschirm gucke und mich darauf konzentriere, kriege ich auch schnell mal Kopfschmerzen. Deswegen, ja, diese Viertelstunde ist super. Falls das also auch so ein Projekt ist, mit dem ihr euch gerne mal beschäftigen möchtet, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Es kann auch eine halbe Stunde sein, es können auch nur 10 Minuten sein, einfach das, was für euch irgendwie im Alltag gut funktioniert. Inzwischen sortiere ich meine Fotos und Videos einmal pro Monat aus, das heißt, ich gehe einmal die ganzen Sachen durch, die ich eben in dem Monat aufgenommen habe, die Screenshots, die ich gemacht habe, die Memes, die ich so geteilt habe und dann gucke ich erstmal, okay, was davon brauche ich denn für die nächste Zeit noch? Also sind da zum Beispiel Fotos dabei, die ich noch auf Instagram teilen möchte? Sind da Rezepte dabei, die ich irgendwie in den nächsten Tagen testen möchte? Sind da Memes dabei, die ich unbedingt heute noch an jemanden schicken muss? Die Sachen markiere ich dann mit so einem Herzchen und das zeigt mir an, okay, das sind eben die Sachen, die auf dem Handy bleiben sollen und alles andere ziehe ich rüber auf den Laptop. Ich habe praktischerweise die wunderbare Kombination iPhone und Windows-Rechner. Hätte ich jetzt ein MacBook, dann würde das Ganze auch automatisch funktionieren. Das heißt, da kann man sich diesen Schritt sparen, das eben von Hand sozusagen darüber zu schicken. Ja, aber in dem Fall funktioniert das eben so für mich. Der nächste Schritt hat jetzt zwar nichts mit Minimalismus zu tun, aber das ist eine Sache, die ich euch ganz, ganz doll ans Herz legen möchte. Und zwar ist das das Thema Backup. Also egal, ob ihr das jetzt irgendwo auf einer externen Festplatte macht oder in der Cloud oder so, kümmert euch da wirklich regelmäßig drum. Weil ich hatte im Freundeskreis in den letzten Jahren zwar Leute, bei denen wirklich sehr, sehr viel oder ich glaube bei einem sogar komplett die Dateien verloren gegangen sind. Und gerade wenn das irgendwie Fotos und Videos und Erinnerungen sind oder vielleicht auch Sachen, die man aufgeschrieben hat oder so, die man wirklich gerne behalten möchte, dann tut das wahnsinnig weh, weil das Sachen sind, die man vielleicht im Zweifelsfall einfach nicht wiederkriegen kann. Deswegen bitte, bitte, bitte macht das regelmäßig. Ich mache das definitiv auch. Es ist übrigens generell beim Thema Minimalismus so, dass ich euch empfehlen würde, das regelmäßig zu machen. Also je nach Kategorie, um die es geht, kann das einmal in der Woche sein, einmal im Monat, einmal im Jahr. Ja, eben auch jetzt nicht nur im digitalen Bereich, sondern zum Beispiel auch, wenn es um den Kleiderschrank geht, wenn es ums Bad geht oder so. Einfach weil dieses ganze Thema dann weniger erschlagend ist und man vielleicht auch eher dran hingeht. Und ein weiterer Punkt, was die Motivation angeht, das habe ich euch ja gerade schon gesagt, ist, dass es für mich irgendwie total schön ist zu sehen, dass ich Fotos und Videos beispielsweise sehr viel bewusster wahrnehme und nutze, seitdem ich regelmäßig aussortiere, weil davor war es wirklich so, dass die einfach nur verstaubt sind auf dem Handy oder auf der Festplatte. Ich habe die danach nie wieder angerührt und inzwischen gucke ich jetzt eben die Sachen, die ich dann, ja, die überbleiben sozusagen nach dem Aussortieren jeden Monat. Dann gucke ich bei den Fotos, welche ich ausdrucken möchte für mein Erinnerungsbuch. Bei den Videos, einige Schnipsel verwende ich dann immer am Ende des Jahres für so einen kleinen Zusammenschnitt von 5 bis 10 Minuten, so ein Highlight-Video sozusagen, das ich mache für jedes Jahr. Und das sind dann eben Sachen, die ich auch im Nachhinein wirklich wieder angucke und die ich wertschätze. Und ja,
Seitdem habe ich irgendwie generell ein sehr viel positiveres Gefühl dem ganzen Thema gegenüber. Übrigens, weil ich gerade nochmal das Erinnerungsbuch angesprochen habe, ich habe ja vor kurzem auch schon mal in einem Video gesagt, dass ich dazu eine Insta-Story machen werde und euch zeigen werde, wie das aussieht, einfach weil das jetzt nicht genug hergibt für ein ganzes eigenes Video. Die gibt es auch jetzt schon, die findet ihr auch in diesem Highlight-Challenge auf Instagram. Also ja, wenn euch das interessiert, schaut da auch sehr gerne mal vorbei. Wenn ich mit den Fotos und Videos und Screenshots durch bin, dann ist der nächste Schritt, den ich mache, mir meine Notizen-App anzugucken, weil wenn wir ehrlich sind, ist das irgendwie sowas wie mein geistiger Mülleimer. Das heißt, alles, was ich mir irgendwie merken möchte, aber was, wo ich genau weiß, dass das nicht in meinem Kopf hängen bleiben wird, das kommt da rein. Das heißt, wenn mir jemand ein Buch empfiehlt oder einen Film oder ja, irgendwelche anderen weirden Details, die ich mir merken möchte, die sind auf jeden Fall alle in dieser Notizen-App und die gehe ich dann einmal im Monat durch und suche mir raus, was davon ich jetzt noch wichtig finde, was ich mir vielleicht wirklich gerne anschauen oder durchlesen möchte und ja, setze das eben um und sortiere die Sachen danach aus. Für mich persönlich ist das dann so der letzte Schritt, den ich jeden Monat mache. Und mich würde es jetzt mal interessieren, wie ihr denn so steht zu dem Thema digitales Ausmisten. Ist das was, was ihr regelmäßig macht, sowohl auf dem Smartphone als auch zum Beispiel auch am Laptop? Oder ist das was, wo ihr sagt, so nee, irgendwie brauche ich das nicht, das darf ruhig so ein bisschen chaotisch sein? Schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Hier drüben kommt ihr dann jetzt noch zu meinem letzten Video zum Thema Minimalismus. Da habe ich so ein kleines Fazit gezogen aus den letzten 4 Jahren, wo ich mich jetzt tatsächlich schon mit der ganzen Sache auseinandersetze. Darunter ist die Playlist mit allen Videos rund ums Thema Minimalismus, vegane Ernährung, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Schaut bei beiden sehr gerne mal vorbei. Und ansonsten, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne machen. Wenn ihr die Glocke klickt, werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.